Von der Brauerei Eck hatten wir neulich ein Monatsbier. Jetzt kommen wir wieder mal zur normalen Range. Wobei, so normal ist das Bier auch gar nicht. Obwohl es ein helles ist, was es damit auf sich hat, das verrate ich euch alles nach 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und hoffe auch, dass ihr alle ein Abo von dem Kanal habt. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann lasst doch da unten in der Ecke da gerne ein Abo da. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos so wie das heutige gibt und vielleicht auch so spannende Biere wie das heutige. Denn wir schauen heute nach Vorarlberg zur Brauerei Eck. Und von denen gibt es hier ein Hell, das Egger Hell. Und jetzt werden einige sagen, habe ich noch gar nicht gesehen, gibt es überhaupt, wo gibt es denn das? Ja, das gibt es nur im Rampenverkauf. Es ist wohl ein Pilotprojekt, wo man sagt, naja, eigentlich gehört ja so eine, zu einer ja, Brauerei heutzutage auch ein helles Bier dazu. Ist im Augenblick so der Bierstil, der am meisten im Trend liegt, den man auch in der Gastronomie ganz gut absetzen kann. Und dann muss man sich möglicherweise auch mal Gedanken machen, ob man den nicht mit ins Sortiment aufnimmt. Diese Gedanken hat sich die Brauerei Eck gemacht und hat ein Hell aufgelegt. Allerdings verkaufen sie das nur in der Rampe. Und ja, an der Stelle kommt dann mein Bier-Sommelier-Kollege Dominik wieder ins Spiel, der in Vorarlberg wohnt und der mich dann mit solchen Leckereien hier an der Stelle versorgt. An dieser Stelle erstmal fetten Dank an dich, Dominik, für diese Bierspende. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf die technischen Daten. Das Leben ist schon kompliziert genug, deshalb ist unser helles Bier ein einfaches Bier. Das heißt, es ist wenig gehopft und deshalb mild im Geschmack, zudem hell in der Farbe wegen weniger Malz. 4,9 Volumenprozent Alkohol, Gerstenmalz ist da drin. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir noch einen Blick auf die Kronkorkenverschlusskappe an dieser Stelle und machen die Wirrung wieder perfekt mit Eck und Egger. Aber da haben wir ja einfach zwei Brauereien, die meiner Meinung nach unterschiedlicher nicht sein könnten in Österreich. Und die eine in Vorarlberg, die andere in Niederösterreich. Und das hier ist quasi das Vorarlberger Exemplar. Wir haben eine ja, schöne, kräftig goldene Farbe. Ich würde mal sagen, gleichmäßig geklärt, ne? Vielleicht minimale Trübung da drin, aber das kann auch an anderen Dingen liegen. Ein Fingerbreiter Schaum, auch das kann an meinem schlechten Einschenken liegen. Ich habe dabei jetzt gerade ein bisschen zögerlich, warum auch immer. Bisschen Kohlensäure da drin. Der Schaum, hurbala. Oh. Ja. Haftet so leidlich am Glas, in der Nase. Oh ja, es ist eher auf der so ein bisschen hopfigen Seite zu Hause. So grasige Noten. Es ist helles Malz mit dabei, aber es lebt, finde ich, eher so ein bisschen über eine grasige Nase. Sehr frisch, aber nicht zu intensiv. Ich würde sagen, sehr zum Wohl. Cheers! Volumenprozent Alkohol, das ist für ein helles durchaus so am unteren Rande angesiegelt. Das macht es aber, finde ich, extremst trinkbar. Also das ist wirklich ein ja, Bier, wo ich sagen würde, Schüttbierfaktor 100. Also das läuft wirklich richtig, richtig gut. Es ist vom Körper her sehr leicht, ohne jetzt irgendwie das Wässrige abzudriften. Das, finde ich, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man kann Biere leicht, super trinkbar, null Trinkwiderstand anlegen, aber eben trotz alledem es nicht wässrig machen. Und das ist dann, glaube ich, auch genau das Ziel von jeder Brauerei. Nur nicht jeder schafft es. Eck hat es, glaube ich, geschafft an der Stelle. Schön viel helles Malz. So eine leichte, malzig, getreidige Süße mit drin. Schöner, grasiger Hopfen, der dieses Bier auch so ein bisschen trägt. Mundgefühl ist sehr leicht, aber angenehm und wie gesagt, läuft einfach nahezu ohne Widerstand. Tolle Balance auch zwischen diesem leichten Malzkörper und dem Hopfen, der dann an der Stelle auch nicht überpowert. Also wenn das Malz schon Platz macht, dann muss der Hopfen ja nicht zwangsläufig da voller Wäsche reinspringen. Und das ist hier, glaube ich, ganz gut gelöst. Von der Bittere nämlich durchaus gezähmt und ist mit dieser ja, schönen, grasigen Geschmacksnuance vom Hopfen dann super, super trinkbar.
Trotz alledem würde ich dem Bier definitiv einen schlanken Körper attestieren. Kohlensäure ist auch ein bisschen zurückhaltender, sehr fein, zurückhaltend, glatte Textur. Das ist ja dann letztendlich auch das, was dieser Schüttbierfaktor bzw. Null-Trinkwiderstand ausmacht. Und ist dann hinten im Nachtrunk auch nicht besonders lang. Es ist eine schöne, leichte, hellmalzige, leicht getreidige, mit so diesem schönen, kräuterigen, grasigen Hopfen ausgestattete Note. Und dann schreit das Bier in Wahrheit auch schon wieder nach dem nächsten Schluck. Und deshalb muss ich sagen, unspektakulär, aber richtig, richtig gut, wenn es ums Durstlöschen und den Aufenthalt in Biergärten oder der Gastronomie geht. Davon kann man definitiv 3, 4, 7, 18 trinken. Und deshalb gibt es von ProbierTV für das Hell aus dem Hause Egger 3,5 Punkte, für das Helle aus dem Hause Eggerbier aus Vorarlberg. Dann soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, wenn ihr noch Lust habt und noch kein Abo habt, dann lasst gerne da unten eins da und werdet Mitglied im Club der guten Laune und schaltet dann wieder ein, wenn es wieder ein Video gibt. Das wird schon morgen der Fall sein. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.